Und damit herzlich willkommen zu erneutem Video auf meinem Kanal. Heute seht ihr eine Operatorenvorstellung und zwar von dem Operator Sledge. Es folgt natürlich jetzt nur meine Meinung, jeder kann natürlich anders denken und das ist hier eine Zusammenreihung von verschiedenen Clips. Aber ich denke, dass Sledge der beste Operator ist eben für Einsteiger, weil er eben nicht so oft gewählt wird, was ich jetzt in den letzten Runden immer herausgefunden habe. Also es spielen nicht viele diesen Operator und dann kann man sich eben mit dem Operator einen schönen Überblick über die Map machen. Man kann gucken, was man aufbrechen kann, also der Operator verfügt über einen Hammer. Den Hammer kann man eben anwenden, um zum Beispiel Wände aufzumachen oder um natürlich auch Böden aufzumachen, die natürlich aufgehen. Und von daher finde ich, ist das eine gute Möglichkeit, den zu benutzen. Man kann sein Team quasi helfen, an Stellen reinzukommen, die sonst keiner reinkommt. Und das finde ich eben sehr hilfreich. Und wie gesagt, nicht viele Leute benutzen den Operator. Die meisten nehmen Bug oder andere. Aber als Anfänger finde ich den eigentlich echt gut. Und jetzt seht ihr quasi auch die Clips, wo man zum Beispiel einen Teamkollegen unterstützt. Zum Beispiel jetzt hier durch die Türöffnung oder die Falltüröffnung. Das ist eben alles sehr unterstützend. Dann verfügt der Operator über ein Sturmgewehr und als Sekundärwaffe kann man quasi eine Pistole nehmen oder so eine kleine Uzi. Also ich weiß nicht wirklich, wie das heißt, aber das ist so in der Art die Uzi. Und wenn man quasi veraimt, hat man immer noch die Chance zu treffen. Also mit der anderen Waffe, Waffenwechsel, dauert zwar ein bisschen langsamer als bei COD, habe ich gemerkt, aber trotzdem finde ich, ist es in Ordnung. Man kann sich, wie gesagt, einen leichten Überblick über die Maps verschaffen. Alles, was man aufbrechen kann, kann man eben aufbrechen mit dem Hammer. Es geht relativ schnell. Nachdem eben der Hammer gezückt wurde, kann man schnell wieder auf die Waffe wechseln. Und das finde ich eben sehr praktisch. Gerade als Anfänger bekommt man eben ein Gefühl dafür, was man alles aufmachen kann, was nicht. Im hinteren Spielverlauf wird das dann eben auch klar. Und von daher finde ich das echt, als Operator finde ich den gut. Und natürlich wollte ich euch fragen, ob ich natürlich nochmal andere Operatoren vorstellen soll, ob ich da vielleicht so eine kleine Serie rausmachen soll. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr sowas feiern würdet und ich würde mich natürlich über eure Kommentare freuen, was ihr zu dem Operator sagt, wie ihr den findet, wie ihr den Anfang fandet mit dem kleinen Video über den Operator. Natürlich eure Meinung, eure Tipps immer wieder gerne bitte in die Kommentare. Ich bin ja immer noch einigermaßen neu in dem Spiel. Ich habe zwar schon gemerkt, dass ich jetzt besser geworden bin, aber naja. Also zudem würde ich mich dann natürlich über einen Kommentar freuen. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat und wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Übrigens bitte Glocke aktivieren, damit ihr keine Streams mehr verpasst. Und bis dahin haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.